Ja, nur leider habe ich wieder vergessen, dabei ein bisschen zu filmen. Das mit dem Testgefängnis. Ja, wir gehen jetzt gerade zum IAT. Das ist wirklich nicht weit von uns, so, keine Ahnung, 500 Meter vielleicht. Und wir nutzen das mal gleich, um mit den Hunden rauszugehen. Dann habe ich jetzt erstmal medizinische Untersuchungen. Das haben wir immer, so mit Blut abnehmen und ja, so den ganzen Körper mal durchchecken. Und danach kommt der Radtest. Also der Radtest ist ein Stufentest, bei dem alle 5 Minuten 30 Watt mehr gefahren werden und man fährt eigentlich so lange man kann, hat man noch so einen Sprinttest, wo man 15 Sekunden einfach Vollgas fährt. Ja, nur leider habe ich wieder vergessen, dabei ein bisschen zu filmen. Nach dem Radtest ist erstmal Mittagspause und dann esse ich was zum Mittag, das ist ganz einfaches, Nudeln mit Tomatensauce oder sowas wird es wahrscheinlich werden. Und dann kommt der Lauftest. Auch wieder in der Form von einem Stufentest, da laufen wir 4x3 Kilometer auf dem Laufband und immer, also nach 3 Kilometern ist eine Minute Pause mit Laktatabnahme und so weiter. Und ja, dann wird es halt sozusagen eine Stufe schneller, bis man die 4 Stufen durch hat. It's a sports science center here in Germany where they do all their performance testing. Since, I think on the website it says 1992, 21 high performance federations come here. Normally 3 times a year athletes come here and will do their testing. And as Laura said before, she's not a big fan of testing. We're in a bit of a rush because that one needs to go running and they need to go poop. Burger. Aber es ist vegetarisch sogar. We have onion rings, Pommes. Das ist meine Schwäche, ich kann nie irgendwas liegen lassen. Also beim Essen. Muss aufgegessen werden. Samova. Und das Besondere daran sind hier die Olympischen Ringe, weil das von den Olympischen Spielen in Moskau ist. Ja, und ich glaube, hier kocht man dann das Wasser drin und dann kommt der Deckel da drauf, da kommt der Sud rein und dann kann man sich damit einen Tee machen. Ja, also die Woche ist jetzt fast vorbei. Es ist Freitag. Heute früh habe ich noch einen Dauerlauf gemacht. Danach hatte ich ein schönes Geburtstagsfrühstück mit meiner Mama und Rick. Und ja, ich habe sehr, sehr viele schöne Geschenke bekommen. Die Bücher von den Olympischen Spielen und von Rick habe ich einen sehr schönen Anhänger. Also 2 Anhänger, den in der Mitte hatte ich schon und rechts und links die 2 hübschen Perlen hat er mir noch geschenkt. Und noch ein paar andere Sachen. Am Sonntag kommt noch das Bundesliga-Rennen auf Swift, was ich ja schon gesagt habe. Aber dazu kommt dann nochmal ein extra Vlog. Also würde ich sagen, der Vlog ist jetzt quasi zu Ende. Bleibt dran und schaut euch auf jeden Fall den nächsten Vlog auch noch an. Und ja, bis denn!